Wir gehen jetzt bei Dave rein und schauen uns den wahren Grund für seinen Abbruch an. Seven vs. Wild Zweitversuch, Folge 2. Ab geht's. Janschen Austens. Herzlich willkommen zu Dave's Seven vs. Wild Zweitversuch. Dass er den Sprecher da hat, ist das Beste. Das ist so lustig, ey. Ich hab einfach durchgepennt. 6:36 Uhr, Tag 2. Ein absoluter Traum. Er hat durchgepennt sogar. In meiner eigenen Suppe, das merke ich auch schon. Also, obwohl mir jetzt nicht ultra in seiner eigenen Suppe ist, habe ich die Sachen jetzt schon 24 Stunden an und das merkt man. Und das alles jetzt noch 6 Mal. Da stehst du in deinem eigenen Saft. Ich weiß natürlich, dass jetzt draußen wieder diese ganzen scheiß Stechviecher unterwegs sind. Deswegen bleibe ich noch liegen. Ich kann außerdem nach wie vor nicht einschätzen, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es schon wieder leicht hell. So, das hier war übrigens mein Setup. Einfach komplett mit Klamotten gepennt. Ja, normal. Dementsprechend ist alles so ein bisschen feucht, also nicht mal von außen, sondern einfach so von so ein bisschen Schweiß und so weiter. Ich klappe jetzt mein Tarp auf, hänge draußen meinen Schlafsack komplett zum Trocknen. Guck mal, ein paar Tropfen sind draußen am Tarp dran, ne? Vielleicht hat es ein bisschen geregnet sogar? Wahrscheinlich, ne? Ja. Aber jetzt sieht es auch nicht aus. Trocknen und einmal alles durchlüften und trocknen und mach mich dann so ein bisschen an Körperhygiene oder was auch immer. Ach, hör da auf. Vielleicht sogar komplett schwimmen, keine Ahnung. Schauen wir mal. Blaubeeren. So viele sind es ja gar nicht. Die Mucke. Schaut mal, wie krass das funktioniert hat. Genau bis hierhin war das Tarp. Hier drin ist alles komplett trocken. Hier draußen ist alles nass. Jetzt lasse ich das hier schön alles wieder durchtrocknen, hole die Sachen hier gleich raus. Aber als allererstes gehe ich zum See und erledige, was zu erledigen ist. Mittlerweile laufe ich wirklich immer am Moorrand her. Einfach weil hier kein hohes Gras ist. Da ist die Hose sofort nass unten an den Füßen. Aber hier ist für so einen 3 Meter breiten Abschnitt einfach kein Gras. Hier kann ich perfekt Richtung Wasser laufen. Besser geht's nicht. Alter, hier ist ein Strand. Ja, moin. Alter. Aha. Geil. Ist niemand unterwegs. Aber hin und wieder kommen Kanuten vorbei. Sieht zumindest so aus. Ich habe noch keine gesehen. Das ist ja Premium, der Strand. Das ist ja witzig, dass er dann einen kleinen Strand hat. Das hätte ich auch sehr gern gehabt. Ja. So ein schöner, feiner Kieselstrand ist schon nice. Die Wolken sehen ja aus wie ihr malt, Alter. Wie Heroes. So ein bisschen. Tag Nummer 2. Jeder weiß es. Bedeutet Challenge Nummer 1. Die richtige Challenge. Gestern war es ja Hinschwimmen. Wir haben genau wie in der ersten Staffel schön in diesen schwarzen Bags. Und ich weiß, das ist geil, dass das genauso gemacht hat. So grob im Kopf, das ist ja verrückt, aber ich weiß nicht mehr, was für heute dran ist. Fackel bauen wäre geil, weil ich habe das ganze Material hier halt noch nicht verbrannt. Da könnte ich mir ordentlich Zeit für nehmen. Aha. Jetzt Code Green senden. Bla bla bla. Ich pack mein Handy mal noch weg. So, da ist die. Um die Sicherheit zu gewährleisten, trägt Dave zu jeder Zeit sein Handy bei sich, um zweimal pro Tag einen Statuscode an das Team senden zu können. Yes. Wozu extra einen InReach dafür kaufen, wenn man es danach eh nicht mehr benutzt? Und ich habe Glück. Es werde Licht. Deine Aufgabe. Baue eine Fackel aus natürlichen Materialien. Die Fackel darf maximal an der breitesten Stelle 50 cm lang sein und der Umfang an der breitesten Stelle nicht mehr als 40 cm. Zum Messen benutzt du das beigelegte Maßband sowie die Stoppuhr. Filme die Maße mit der Kamera ab. Aber du hast nur bis zum Sonnenuntergang Zeit zu bauen und zu testen. Die Fackel muss eigenständig stehen und brennen. Brennt die Fackel einmal, darfst du sie nicht mehr berühren oder verändern. Stoppuhr, Maßband, Stift. Und hier auf dem Zettel wird das eingetragen. Ich glaube, genau darum kümmern wir uns jetzt als erstes. Ich habe gerade gesehen, ich habe gestern hier schon so eine Astgabel gefunden und die hier hingelegt. Vielleicht nutze ich das,
um da Sachen zwischenzuklemmen. Mhm. Dann kann ich die auch natürlich hier unten abschneiden, in den Boden stecken, dann messen, bis wo der 40 cm Umfang es mir quasi erlaubt, das hier zu machen. Das könnte ich als erstes mal testen. Ich glaube, das mache ich. Oh, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kurz. Ist auch geil, dass er erst hackt und dann misst. Das gefällt mir schon wieder. Einfach machen. Die Frage ist, wie kriege ich die Sachen da drin fest? Sobald die brennt, darf ich nichts mehr verändern. Bedeutet, die Sachen müssen so fest sein, dass auch wenn irgendwas abfackelt, das nicht rumrutscht und dann irgendwie rausfällt. Yep. Weiß ich ja nicht, ob das hier so die richtige Wahl ist. Vielleicht ist es doch eher ein Schwedenfeuer. Dafür müsste ich aber noch einen vernünftigen Stamm suchen. Da nochmal Callback zur ersten Staffel. Fritz, Schwedenfeuer wäre für mich als Jury keine Fackel übrigens gewesen. Für mich auch nicht. Ein also, Schwedenfeuer ist für mich auch keine Fackel. Ist halt ein Schwedenfeuer, keine Fackel. Richtig. Also für mich auch ist auch die Definition von Fackel, dass du die halt in die Hand nehmen kannst. Ja. Und ist es ja auch. Ne? Ja. Also, ja. Hä? Na. So, hier. 39 cm. Das passt also. Schneide ich den da ab. Wunderbar. Wunderbar. Da geht schon die Pressatmung an. Na ja, gut. Ich hoffe, er hat jetzt vorher gemessen. Weil mit dem Ding dann nochmal zu sägen, wenn du den schon rausgesägt hast, dann ist Kacke. Das ist richtig dumm. Ich glaube, das hat er gemacht. Ah. Boah, ich habe schon wirklich keine Energie mehr jetzt nach dem Tag. Nach dem Tag ohne Essen. Jedes bisschen Bewegung zehrt so an den Kräften. Ist echt krass. Na komm. It's time to break. Ach so, okay. Na, dann wollen wir mal ein beherzter Tritt oder was? Zack, Kniescheibe durch. Eine Seite gut. Ja, das war jetzt wichtiges Holz, das wir verloren haben. Das war ein bisschen dumm. Und dann muss ich erstmal Ruhe geben. Aber das sieht schön trocken aus eigentlich. Wird schon, Davy. Zweite Kniescheibe auch durch. Und wieder wichtiges Holz verloren. Ja, die paar Zentimeter. Fuck. Ja, das ist doch nicht so schlimm. Egal. 11:02 Uhr. Wird gerade unten links eingeblendet, meine Damen und Herren. Ich glaube, der ist nicht schwer genug, der Knüppel. Mhm. Okay. Messer mit hat. Aus einer Cookie. Achso, so eine Cookie, genau. Oh schon, mein Gott. Ja, moin. Oh was? Mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Was? Das Messer ist gebrochen. Gebrochen? Oh mein Gott. Er hat doch. Also da, was passiert ist, hier? Es ist safe nur die Schalung, die gebrochen ist, weil die Kacke ist. Oh mein Gott. Ist nicht die komplette Klinge gebrochen, oder? Hä, zumal. Hä, kann ich da nicht. Was passiert hier? Es hält noch an.
an einer Niete. Durch. Durch. Nein, das ist wirklich gebrochen, Digga. Wie kann denn das Messer brechen? Wie kannst du denn an der Stelle brechen, wenn er mit dem leichten Holz darauf haut? Scheiß Stahl. So, was ist das für ein Messer? Muss mal kurz vergleichen. Er zeigt es bestimmt gleich nochmal. Wie kriege ich diesen scheiß Stamm? Oh mein Gott. Da sieht man es jetzt. Ist aber auch so, ja, ist komisch. Warte mal, wo haben wir es denn? Tag 2. Ja, bisschen Green Stuff ran und das ist gut, ne? Ich finde es bei Birka gar nicht. Nach dem Video direkt rausgenommen. Kann sein, ja. Quatsch. Eins ist klar, dieser scheiß Klotz hat mich mein Messer gekostet für die nächsten 5,5 Tage. Ich bin jetzt 1,5 Tage hier draußen. Oh no. Und habe kein brauchbares Messer mehr. Also, nicht so richtig. Zwei Optionen bleiben mir gerade, glaube ich. Dieses Ding aufspalten, übelst viel Zeug reinklemmen und das anzünden oder alles hier zwischenklemmen. Da muss ich nicht spalten, aber das Ding hier wird auseinanderfallen. In dem Moment, wo es brennt, darf ich ja nichts mehr machen. Das wird wirklich das bedeutet, wir spalten dieses Ding und hoffen, dass es funktioniert. Ja. 50 Zentimeter. 50. Guck mal, geht da noch, hä? Easy peasy. Ah ja, da ist es. Ja, guck mal. Diese Scheiße ist wirklich durchgebrochen, Alter. Dieses Drecksmesser. 120 Euro oder was kostet die Scheiße? Das kannst du keinem erzählen. 120 Euro sind nicht viel für so ein großes Messer. Mhm. Schaut mal so. Und dann noch einiges mehr an Zeug da rein. Dann habe ich 20 cm so, 20 cm so zurück. Das Messer. Digga, was für eine Scheiße. Aber woran liegt denn das? Also der Stahl, der da jetzt verbaut ist, ich habe ja auch nicht so viel Ahnung, soll ein 1095er Stahl sein? Okay. Ist ein Kohlenstoffstahl? Das muss ein Montagsmodell sein. Kann passieren, oder? Hey, kannst mir, also warte mal, geh mal nie. Wie gesagt, er hat ja wirklich mit einem leichten Knüppel raufgehauen. Ah ja, guck mal hier, 1095er Stahl kann durch Wärmebehandlung verbessert werden, ja. Aber wenn er danach spröde wird, kann man nicht viel dagegen tun und er kann brechen. Also vielleicht zu lang gehärtet. Weiß ich nicht, aber das ist ja auch ein Fabrikmesser. Also es ist ja jetzt nicht so von, ich glaube, er hat wirklich einfach Pech gehabt in der Situation, ne? Kacke, ey. Oh, am zweiten Tag, das ist ein kleiner Moralbrecher schon mal, ne? Irgendwie das so ein bisschen. Ist richtig bitter, ach, Mann, ey. Und dann Meter machen. Ich muss noch Tee, ne? Wenn du willst. Andere Taktik. Ich hab was im Kopf. Ich flach die hier ab, sodass sie da möglichst wenig Platz brauchen. Und dann stecke ich so viele, wie es geht, hier so rein und mache hier so einen Busch. Mit diesem tollen Messer mache ich das. Mit was denn sonst? Leicht. Oh. Sehe ich da lila Socken? Stark. Ich packe an der Klinge, okay. Das ist so dumm. Okay. Was soll ich machen? Neues Messer schmieden. Aha. Mhm. Ja, das Problem bei der Konstruktion, die er da gerade macht, das fällt ihm halt auch direkt aus. Ja, richtig, weil, ja, verstehe ich auch gerade nicht. Er hat doch vorhin schon noch gesagt. Und jetzt also, denkt er, das bleibt, oder was? Er müsste jetzt eigentlich von außen nochmal so zwei ranstellen. Zwei dicke, dass das so innen da drin gebündelt bleibt. Mhm. Aber er muss natürlich auch in dem Umfang bleiben, ne? Das ist schwierig. Wisst ihr was? Ich muss es so versuchen. Wenn er Glück hat, bleibt es stecken halt, ne? Dave, mach doch bitte das Moos da weg. Ja, da hat man's auch, also hat man's auch wieder, ne? So nicht diese Aufmerksamkeit darauf, dass es halt darum alles brennen kann, auch wenn es feucht ist. Ja, also nichts gegen Dave, aber ich glaube, ja, die Leute haben, also die sehen das quasi nicht. Mhm.
Nicht mit Absicht so, aber die checken das nicht, dass es passieren könnte. Und ja, oben anzünden wäre auf jeden Fall klüger gewesen, glaube ich. Weil dann brennt es halt länger, wenn es von oben nach unten durchbrennt, ne? Also es ist schade. Also wie gesagt, ein bisschen Moos wegmachen, 30 cm, halber Meter weg. Und es kann immer noch wurzelmäßig brennen irgendwas, aber es ist schon mal, die Gefahr ist schon mal, weiß ich nicht, wie viel Prozent weniger. Ja, ja. Und es ist so leicht, ne? Einfach so bam, bam, weg. Vielleicht macht er auch noch einen zweiten Versuch, wissen wir ja nicht, ne? Wenn er jetzt merkt. Okay, um ehrlich zu sein, fühlt es sich so an, als würde sie brennen. Vielleicht ist aber auch bisher nur Zunder. Ja, aber ist ja erstmal. Ja, das Ding zündet durch, Alter. Naja. Eine Minute voll. Das sieht aber gut aus. Der Sound, ey. 8 Minuten. Nicht schlecht. Ich hab mir was ganz anderes Boy erhofft, muss ich ehrlich sein. Ganz anderen Aufbau, aber es funktioniert. Das ist das Einzige, worum es geht. Richtig. Jetzt aus. Ja, 17 Minuten, ist doch stabil, Alter. Ich denke, man könnte das noch weiter hinauszögern. Aber das ist eine Zeit, mit der ich sehr zufrieden bin. Wenn ich mich recht erinnere, ist er damit sehr ziemlich zufrieden. Weit vorne mit dabei. Ich wüsste, ah, da steht's ja. Ich glaube, ich kümmere mich mal um ein Loch. Sie sehen Fritz 59 Minuten. Ja, weil es keine Fackel ist, Mann. Ich habe das komplett lost. Ich habe das Feuer einfach angemacht, ohne mich vorher darum zu kümmern, hier alles abzusichern. Ah. Sehr dumm. Na, wenigstens. Ach, krass. Cool. Ja, wenigstens ist es ihm jetzt aufgefallen, ja, damit das in Zukunft besser macht. Ja, cool. Hart kann der ganze Wald brennt. Ja, aber Digga, also, wenn ich das da so sehe, Alter, wie viele Wurzeln da in diesem Boden drin sind, da kannst du eigentlich trotzdem kein Feuer machen. Ja, scheiße, ne? Das ist so krank, Alter, was du da halt für Wurzel- und Torfbrände verursachen kannst, ist gestört, ey. Da bringt es halt auch nichts, da Steine hinzulegen, ne? Hä, sieht schön aus, hallo? Ja. So, jetzt wird ein bisschen geräuchert. Sehr auch gut, alle Mücken sind weg, sehr gut. Also, hoffentlich sorgt das nicht für Aufsehen. Ich glaube in der Region nicht. Oder so. Weil das schlägt jetzt schon ordentliche Wolken. Ich habe einfach hier Zeug, was in der Nähe lag, genommen. Ich glaube, das juckt die in Schweden gar nicht, oder? Du darfst ja Feuer machen, oder? Ja, schau. Ist das in Schweden so? Ja, ja, klar, da hast du dieses Jedermannsrecht, aber ja, ich meine auch gerade in der Region, wo halt diese ganzen... Ach so, ja. Da ist ja so ein Betrieb. Ja. Da wird wahrscheinlich erst losgefahren, wenn wirklich riesige Rauchsäulen da sind. Mhm. Kleines Feuerchen. Also ganz ehrlich... Regen? Ja. Guck mal. Man ist schon einsam, aber vielleicht ist es genau das, was ich in meinem aktuellen Leben gebraucht habe. Einfach Ruhe, kein Stress, niemandem antworten, einfach alleine mit sich selber sein und einfache Arbeit machen. Im Sinne von, welches Holz nehme ich, was brennt, Feuer oder nicht Feuer, was funktioniert. Ich habe schon das Gefühl jetzt nach 2 Tagen, dass es einen wirklich grounded und dass es mir wirklich gut tut. Obwohl ich auch in Zügen natürlich schon keinen Bock mehr habe. Gerade wenn so Sachen wie die Fackel heute Morgen nicht funktionieren. Oder das Messer. Würde ich am liebsten meine Sachen packen und einfach gehen. So, also in meinem Traumszenario bilden diese 3 Bäume das Gestell für mein neues Holzlager. Warum? Weil ich habe Lust zu bauen und ich habe Paracord. Und für die gefällt mir die Einstellung. Bis morgen warte. Das bedeutet, ich mache hier eine Lattung und da eine Lattung, weil der Wind kommt genau von da. So würde der Wind mit Regen voll auf mein Holz prasseln. Aber in diese Richtung, das Holz geöffnet, geht. Okay, komplett neue Idee. Ich mache hier so eine Querverstrebung hin. Ja. Und nutze das Paracord, was ich hier schon habe, um mein Tarp abzuspannen. Das bedeutet, ich kann dieses Ding festmachen, ohne Paracord zu nutzen. Und kann dann hier solche Querlatten benutzen, um das da hinzuzumachen und auf der anderen Seite genauso und mach dann hier drunter mein Holzlager. Optimal, Davy Boy.
Hier ist schön zu laufen. Kein hohes Gras, wo man nass wird. Und nicht so sandig wie am Strand. Perfekt eigentlich. Jo. Keine Ahnung, von wem das ist. Tiger. Ich bin Profi-Tiger. Oder das. Oder das. Ja, kleiner Tiger. Das hier sieht, um ehrlich zu sein, gar nicht so klein aus. Kann trotzdem nur ein Fuchs sein. Ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Na, was denkt er, was ist für ein Tier? Könnte das von der Größe her schon so... Also nicht die kleinen Haufen, aber die großen... zu einem hundartigen Wesen passen. Mhm. Will ich nicht hoffen, dass es zu hundartig in Richtung Wolf ist. So, Nacht Nummer 2. 21:42. Krass, jetzt geht aber schnell, du. Endlich dunkel. Endlich geht der zweite Tag zu Ende. Es zieht sich und zieht sich und zieht sich. Es macht eine Menge Bock. Gerade tagsüber haben wir jetzt echt viel hinbekommen. Und ich habe geile Pläne für die nächsten Tage. Hey, ich will das Holzlager sehen. Immer noch wenig Lust auf die Nächte. So final. Besonders nachdem ich gerade eben die Scheißhaufen gefunden habe. Die ich natürlich nicht zuordnen kann, weil ich kein Profi bin. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht so regnet, nicht so krass regnet. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Nacht krass wird. Schon wieder Regen. Alter, na gut. Es ist komplett am Regnen. Seit Stunden. Aber es ist trocken. Ja, das kann ihm ja scheißegal sein. Er hat Tarp bei, ne? Ja. Nacht. Lager Leider. Steht schon. Ja, und wie er in meiner Stimme hört, ich bin ich nicht behaupte aber mal, also egal wie er es gebaut hat, sein Holzschelter ist nicht regendicht. Er hat ja ein bisschen grün drauf gemacht, hat man gesehen, aber deswegen, ich will es nochmal sehen, das Endergebnis hat er jetzt gar nicht gezeigt, aber... Vielleicht hat er es auch gar nicht fertig gebaut, richtig. Bin ich gespannt. Noch was. Ja. Aber ich komme gut klar. So, guten Morgen. Ich bin wieder da, Tag Nummer 3. Ich habe bis auf eine kurze Einlage, von der ich nicht mehr weiß, ob ich sie nachts festgehalten habe, quasi durchgepennt. Es ist richtig ordentlich Regen runtergekommen. Das ist ja typ es ist richtig viel Zeug, richtig nass. Das verstehe ich aber auch nicht. Also, das ist ja nicht normal. Also ich penne nicht durch, ne? Ja, na, weil man draußen... Nie. Ja, also meistens ist man 2-3 Mal kurz wach. Es ist nur kurz, aber ja, ist ja verrückt. Ist einfach alles egal. Richtig weitergebaut. Und ich glaube, dass wir heute auch... Vielleicht ist der geheime 8. Gegenstand, den er dabei hat, Bubatz. Deshalb pennt er mal durch. Ich sehe den so nachts. Ja, ist wahrscheinlich ein Wolf. Ist mir aber auch egal. Mit den roten Augen. Einmal abgearscht. Ciao. Geil. Endlich, warum ich wirklich in Staffel 1 so früh ausgeschieden bin. Aber erstmal ins Bad. Oh, okay. Gerade aufgestanden und der Regen geht sofort wieder los. Gut. Ja, drunter bleiben. Hast da keinen Zeitdruck. Man muss überlegen, ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft. Ja? Keine Ahnung, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Wenn das die ganze Zeit so ist, dann bin ich richtig gefickt. Ja, wird's langweilig. Ich hör direkt wieder auf. Ja, das ist halt die Sache, ne? Es ist aber realistisch, wenn er dann in seinem Tarp drinnen bleibt. Ja. Aber es ist natürlich langweilig zuzugucken, wenn er die ganze Zeit da drinnen bleibt. Das heißt, du bist als YouTuber... Das ist langweilig für ihn, meine ich. Achso, das auch, ja. Aber du bist als YouTuber dann gezwungen, eigentlich trotzdem was zu machen, auch wenn es survivalmäßig eigentlich gar keinen Sinn hat, realistisch. Ja. Aber gut. Ein realistisches Szenario, was du da halt haben kannst, ist, du baust dein Lager und bleibst da 7 Tage drin hocken und machst nichts anderes. Denn ja, Blaubeersammeln ist sinnlos. Trinken ist das einzig Sinnvolle, was du noch machen kannst. Alles andere komplett sinnlos, wenn es um den Survival-Aspekt geht. Ja. Bei 7 Tagen. Wo man, ja, wenn es wirklich Survival ist, dann weißt du ja nicht, dass du nach 7 Tagen abgeholt wirst, eigentlich. Dann müsstest du schon Nahrung... Genau, ich rede jetzt um das, das Format. Achso, okay. Richtig. Ja. So, Challenge, Tag Nummer 3. Ich frage mich, ob es heute schon Floß bauen ist. Weiß ich nicht mehr. Challenge Tag 3. Weniger ist mehr. Deine Aufgabe. Erledige schon so sich früh, überflüssiger ja? Ausrüstung. Was gerade. Überflüssig ist, entscheidest du. Ein Kleidungsstück gibt 1 Punkt, ein Gegenstand gibt 2 Punkte.
Verstaue alle abgegebenen Gegenstände in den blauen Packsack und versiegle ihn mit der Blombe. Ja, das war an Tag 3, ja? Findet. Wichtig. Wundert mich aber auch, dass es schon so früher. Ja gut, kommt uns so vor, weil er Folge 2 jetzt schon... Ist der Packsack einmal verschlossen? Ja, obwohl. Kann schon sein. Fabio ist an Tag 5 rausgeflogen und ab der Hälfte hat er abgegeben. Kann schon sein. Ja, safe. Darf er nicht werden. Wir starten bei Klamotten. Wird er sein Messer abgeben? Schuhe gebe ich nicht ab. Auf keinen Fall. Offensichtlich. Auf gar keinen Fall. Socken wäre eine Möglichkeit, nee. Macht aber glaube ich auch überhaupt keinen Sinn. Lass dich Füße in Ruhe. Wärmen auch bei Nacht auch im Schlafsack. Hose macht keinen Sinn. Unterhose könnte gehen, wird dann aber unangenehm für die nächsten Tage. T-Shirt sehe ich nicht. Kurzer Cut. Was würdest du abgeben? Aber Unterhose geht klar, oder? Was würde ich abschieben? Nee, Unterhose würde ich bei mir nicht abgeben, weil ich mir sonst einen Wolf laufe. Aber richtig heftig. Ach so. Ja, musst du auch dran denken, wenn du so fette Schenkel hast. Ja. Also ich würde, glaube ich, Handschuhe abgeben. Ja. Ich würde Kopfbedeckung abgeben. Ja. Ich würde Gürtel abgeben. Safe, ja. Warte schon, mehr würde ich nicht abgeben wollen von den Klamotten. Ah, ja, stimmt schon. Also ich würde eine Unterhose abgeben. Ich würde vielleicht, wenn es nicht um Entertainment-Aspekt geht, würde ich vielleicht sogar noch Regenjacke abgeben. Weil die brauchst du ja nicht immer, wenn du dich unter deinen Tarp knallen kannst. Ja. Du hast ja einen Tarp dabei. Okay, kannst du Schlauchschal, nichts machen? Apfelsaft hat recht. Schlauchschal kannst du eigentlich auch abgeben. Ja, stimmt, Schlauchschal kann auch weg. Den also jetzt halt mal im Kopf. Könnte er eigentlich sein Messer jetzt abgeben, oder? Er kann es noch ein bisschen verwenden, aber was will er denn machen? Ja. Er wird wahrscheinlich eh keinen Fisch fangen. Ja. Zum Betonen taugt es auch nicht mehr lange. Es sei denn, er hat richtig Bock auf. Hat er überhaupt ein. Der hat nichts zum Fischen bei. Ja, dann kann er das Messer weg. Was will er mit dem Messer jetzt noch machen? Messer kann weg. Was hat er denn noch mit, Mann? Was kann er noch? Ehrlicherweise kann Feuerzeug auch weg, weil Feuer brauchst du auch nicht. Würde ich nicht machen. Weiß ich nicht, Alter. Ja, aber. Weiß ich nicht. Bisschen Feuer? Ja, aber wozu? Essen ja, brauchst du nicht unbedingt, aber. Alter, weiß ich nicht, Alter. Wenn doch mal was. Stell dir vor, irgendwas ist nass, dann kannst du es trocknen und so. Ja, aber für den Punkt, dann hast du einen Punkt aber mehr. Ich hätte auch die Regenjacke abgegeben. Das sind sogar 2 Punkte. Wie, es sind 2 Punkte? Gegenstände sind 2. Ach so, ist Physik alles ja nicht mehr. Das stand eben da. Ja, ich höre ja nicht zu. Ah, okay. Vor allem, das stand da. Ich höre doch nicht zu. Ja, okay. Ja, machen wir weiter. Das kann auf jeden Fall weg. Wird er sein Basecap abgeben? Ist halt auch mal die Frage, wenn er jetzt Paracord abgeben wollen würde, muss er dann auch das schon verwendete Paracord natürlich. Abgeben? Okay. Das würde er nicht machen. Würde er sein Basecap abgeben oder ist ihm das zu stylo? Nee, würde er abgeben. Er hat es vorhin auch nicht angehabt, ne? Ja, ich glaube, würde er abgeben, ja. Aber wärmend sehe ich auch nicht. Regenjacke sehe ich. Würde für mich bedeuten, keinen Fuß mehr raussetzen, wenn es regnet und nur unterm Tarp bleiben. Das geht. Und Kappe abgeben geht auch, weil ich diese Kapuze habe. Mhm. Oh ja, ich habe dann nichts mehr, was mich von oben... auch ein bisschen bei Regenschütz. Das hier würde mich bei Regenschützen und naja, Regenjacke so richtig, eben auch. Aber das beides nicht. Hä, ja eben, die Kappe schützt ja nicht. Tarp, seine Netzkappe. Hängematte, Schlafsack, Feuerzeug, Messer, Säge. Messer ist kaputt, könnte man abgeben, ist aber nach wie vor scharf und kann man irgendwie benutzen. Säge macht schon Sinn, um Meter zu machen für Holz. Ja, du willst ja nachher noch ein Floß bauen. Das weißt du ja schon. Das ist ein kleiner Vorteil. Also, Säge halten wir im Hinterkopf. Schlafsack gebe ich auf keinen Fall ab. Tarp gebe ich auf keinen Fall ab. Ja, richtig. Hängematte gebe ich auf keinen Fall ab. Und Feuer gebe ich auch auf keinen Fall ab. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen überlegt. Gestern die Challenge ging bis Sonnen. Und ich würde also an seiner Stelle einfach ja nichts abheben, weil es um nichts mehr geht. Darum geht's doch nicht. Davon aus, dass alle anderen Challenges auch bis Sonnenuntergang gehen und ich meine mich auch zu erinnern, dass in Staffel 1 das zum Sonnenuntergang abgegeben wurde. Ich kann es jetzt nicht nachforschen, aber es fühlt sich richtig an. Also benutze ich die Sachen jetzt noch für heute und gebe sie heute Abend zum Sonnenuntergang ab und verschließe den Packsack. Ach, jetzt baut das nochmal, ne? Mhm. Folgendermaßen sieht das jetzt aus. Hier, das abgedeckt. Ich werde das noch weiter abdecken, aber unten ist, glaube ich, nicht so mega wichtig. Also da müsste der Wind schon super krass stehen, dass das da unten reinpfeifen kann. Ist wichtiger von oben. Da kommt noch mehr drauf. Ist eine Schicht Moos und jetzt die ganzen Tannenzweige.
Und hier drunter ist jetzt ein schönes Lager für Holz und wir können starten, alles umzuräumen. Bedeutet, ich habe mehr Platz in meinem Tarp, auch wenn es tagsüber regnet, so wie gerade eben, für mehrere Stunden. Ich würde halt trotzdem an seiner Stelle noch so viel Feuerholz und Holz und das Tarp knallen, wie geht, weil da bleibt es halt wirklich, wirklich trocken. Ja, eigentlich schon, ja. Schade, dass es jetzt schon geregnet hat. Schon wieder. Wird alles nur noch schlechter, ne? Ja. Habe ich einfach mehr Platz im Tarp und mein Holz bleibt trotzdem trocken. Schaut euch das mal an. Aha. Die Dinger biegen sich bis zum geht nicht mehr. Wir haben richtig Wind. Yo. Aber eigentlich habe ich hier dieses Dreier-Setup, das mich vor all diesen dünnen Dingern, also vor denen hier nicht, dass der könnte genau auf mich draufkarten, aber dafür steht der Wind in die falsche Richtung. Das hier fällt hoffentlich alles weg von mir. Also ich bin ja wirklich überhaupt nicht in Windrichtung. Aber es fühlt sich so an, als wäre so viel Wind, dass das schon passieren könnte. Alter, es hat gerade wieder so krank. 12:14 Uhr. So krank gescheppert. Und der Regen geht wieder los. Ich leg mich ins Zelt. Ich muss mich ein bisschen ruhen. Das bringt alles nichts. Boah, stell mal vor, das ist richtig Gewitter so. Der hat auch, glaube ich, noch. Oh, scheiße. Gab's schon mal ein Gewitter bei Seven Wars Wild? So richtig mit Sturm, so richtig doll, nicht so richtig, oder? Zweite Staffel. Echt? Ja, da hat Fritz sogar Aufnahmen von gemacht, wie die Shepard hat am Hintergrund. Ah. Ja. Crazy. War der krasseste Donner, den ich in meinem Leben jemals gehört habe. Das war eine Ansage. Ich habe nichts blitzen sehen, also ist vermutlich irgendwo ein bisschen weiter weg. Mhm. Und weil ich jetzt vorerst eh hier eingesperrt bin, kann ich ja mal kurz darauf eingehen, warum ich glaube, in Staffel 1 so miserabel an Tag 1 ausgeschieden zu sein. Denn abseits der... Wovor er das sagt? Also ich dachte, er ist ausgeschieden, weil er sich da zu Tode gekotzt hat, weil er wahrscheinlich vorher im Hotel oder so das schwedische Essen nicht vertragen hat. Ja, so dachte ich. Das dachte ich auch, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ne? Generellen Vermutung von außen, dass die Pilze waren oder dass irgendwas war, war es eigentlich was anderes. Ich bin reingestartet und habe ähnlich wie Fabio und Madin richtig Magenprobleme beim Rausgehen gehabt. Bedeutet, Tag 1 beim Aussetzen, schon auf dem Truck hinten, das sagen war schon wir alle scheiße. Drei, Alter, uns geht's gar nicht gut. Wir lassen uns aussetzen, es regnet, ich baue einen miserablen Shelter in die falsche Richtung und mir geht's schlecht. Und jetzt kommt der springende Punkt, ich bekomme einfach Schiss. Ich hatte Fritz kurze Zeit vorher kennengelernt und es war eine Riesenehre für mich, bei so einem Projekt dabei zu sein. Ich war ein unheimlich kleiner Creator und das hat mir wirklich eine Menge bedeutet, mitmachen zu können und dann auch mit auf Fritz Kanal stattfinden zu können. Und das alles in Kombination, wo ich da zusammengekauert saß und irgendwie mir Kotze hochkam oder ich wirklich Magenprobleme hatte, hat dazu geführt, dass ich dachte, ich kann hier nicht bleiben, ich muss sofort weg. Im Endeffekt habe ich mich zu Hause hingelegt, ausgeschissen und am nächsten Tag ging es mir schon viel besser. So, dass ich garantiert hätte weitermachen können. Retrospektiv ärgere ich mich natürlich unheimlich, dass das so passiert ist. Das war eine absolut vertane Chance. Ich habe die Situation falsch eingeschätzt, aber auf der anderen Seite wusste ich es zu dem Zeitpunkt nicht besser. Außerdem hat es dazu geführt, dass ich Max und Johannes in den 6 Tagen, wo ich dann komplett draußen war, nichts auf Social Media und so kommunizieren durfte, wirklich kennenlernen konnte. Und das dazu geführt hat, dass ich bei Staffel 2 fürs Behind the Scenes mitgeflogen bin und da im Endeffekt was viel Größeres draus geworden ist. Im Endeffekt war es das Beste, was mir passieren konnte. Aber ich kann das natürlich nicht so stehen lassen und musste es jetzt hier in diesem Zweitversuch gerade rücken. Ich meine, ich habe es noch lange nicht geschafft. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Aber das sind die Gedanken, die ich mir über die letzten Tage hier machen stabil. Konnte. Und man hat eine Menge Zeit, sich Gedanken zu machen. Was? Ja, am Ende weiß er halt nie, ob es gut war, ne? Woran hat es gelegen, fragst du dich. Ja, also ist ja für ihn einfach... Ich glaube, sein Kanal wäre nicht so steil gegangen, hätte er die 7 Tage geschafft und dafür aber nicht so die Connections zu Max und Johannes geknüpft. Stimmt. Weil nur über die Connections zu Max und Johannes ist ja dann...
das Behind-the-Scenes wahrscheinlich für Staffel 2 entstanden. Ja. Das hat halt richtig gescheppert bei ihm. Aber das hat er auch so gut gemacht, das ist ja geisteskrank. Ja. Behind-the-Scenes ist ja phänomenal gewesen. Ja, das sind wir auch richtig traurig, Hashtag Spoiler, dass das diesmal nichts von Daves Team quasi produziert wird. Also die haben das gefilmt, aber... Es wird von jemand anderem geschnitten und ich hoffe, die finden da wirklich jemand Gutes. Also, Gerrit, du hast da eine Gabe für die Standbilder. Du hast eine Gabe. Danke. Ja, gerne. Auch mal loben. Auch mal. Geil. Ja, aussehen. Acht. Wenn es betrifft. Sehr schön, ey. Und vielleicht schnappe ich mir die Kamera in den nächsten Tagen nochmal, denn ich habe noch über einige andere Sachen nachgedacht. Aber so viel erstmal zum Ausscheiden von Staffel 1. Okay. Ich kann halt auf keinen Fall schlafen, weil in dem Moment, wo ich jetzt schlafe, bin ich... Oh, ja, toll. In dem Moment, wo ich jetzt schlafe, schaffe ich es vielleicht nicht durch die Nacht und da will ich noch viel weniger wach sein als jetzt. Wunderbar. Oh, das sieht aber geil aus, ne? Ja. Das sieht sehr geil aus. Ich denke, das einzig Schlaue, was ich heute Abend abgeben könnte, wäre meine Regenjacke. Aber was tut man nicht alles für die Punkte? Es hat endlich aufgehört zu regnen. Das lief jetzt quasi den ganzen Tag. Es ist zwar noch hell, aber ich will die Chance nutzen, dass jetzt gerade mal wirklich aufgehört hat zu regnen, den Packsack zu packen für Challenge Tag 3. Und ich habe mich entschieden, Regenjacke muss weg. Garantiert mit reinkommt, mein Halstuch kommt auf jeden Fall weg. Habe ich nicht einmal benutzt. Ich wollte gerade sagen, hat er eh nicht umgehabt, ne? Beziehungsweise, wahrscheinlich hätte ich es gebraucht bei dem Husten, den ich gerade habe. Aber nicht benutzt. Und ich denke, ich kann mit dem dicken Pullover, den ich habe, jetzt auch weiter durchziehen. Auch wenn das mit dem Hals gerade noch etwas schlimmer wird, glaube ich nicht, dass es so schlimm wird, dass es mich... Ja, er könnte ja seinen Pullover auch einfach zumachen bis oben hin. Die Regenjacke. Sag mal. Einfach, weil ich weiter damit mache, mich sofort unter das Tarp zu verpissen, auch wenn es nur einen Tropfen regnet, weil ich einfach kein Risiko eingehe und dann brauche ich die Regenjacke auch nicht. Das größte Ziel für mich sind 7 Tage und Tarp, Hängematte, Schlafsack sind so eine geisteskranke Kombination gegen Kälte, gegen alles, dass ich auf die Regenjacke verzichten kann, aber auf keinen meiner Gegenstände verzichten werde. Auch nicht auf das Messer, obwohl es kaputt ist. Es ist nach wie vor das Einzige, was ich habe, was eine Klinge hat, um Sachen zu entasten und so weiter, benutze ich das nach wie vor. Es ist als nichts und wie gesagt die einzige Klinge. Mein Gürtel, klare Sache, ich behalte das Paracord, bin es eh gewohnt. Mein Leben lang habe ich Schnürsenkel als Gürtel. Apfelsaft hat es prophezeit. Und das werde ich jetzt die nächsten Tage mit Paracord genauso weitermachen. Zu und weg. Und als letztes, schweren Herzens, obwohl ich sie den ganzen Tag trage, meine Mütze. Das bedeutet, ihr werdet mich die nächsten Tage nur noch so sehen. Aber da müsst ihr dann durch. Da ist Dave genauso wie du, ne? Der ist auch so ein Mützenträger. Ja. So ein Cap-Träger. Ja. Fritz ja auch, wa? Ja, stimmt. Fritz auch. Mhm. Gibt Sonne und Sonne, ne? Ja. Irgendwie. So, und hier nochmal, damit ihr es nachvollziehen könnt. Ich lasse den Shot durchlaufen. Kappe. Halstuch. Gürtel. Wobei ich es bei Dave nicht verstehe. Der hat richtig geile Haare. Ich war ja älter. Also, Ey, und Fritz hat aber auch noch volle Haar. Ja, aber der ist grau. Ich glaube, er mag nicht, dass er grau ist. Ah, gut. Der kleine graue Fuchs da. Also kann ich mir vorstellen. Weiß ich natürlich nicht, aber, aber Dave hat ja, also guck dir mal die Prachtmähne an, die hat. Und dann noch so die Locke, das ist ja so Modelhaar, hä? Aber gut. Ey, ich hab auch Modelhaar. Vielleicht hattest du mal welches. Verbrenn den Sack, scheiß drauf. Zusammen? Ja, komm. Zu. Ja, das war's. Ah. Oh, kannst du kurz Stopp drücken? Ja, warte. Ach krass, hier, Alter, was? Martin hat gar nichts abgegeben? Ja, der hat sich gesagt, da scheißt er drauf, glaube ich. Okay, krass. Chris auch? Verstehe ich aber nicht mehr. Naja, Chris hat ja die Challenge falsch verstanden. Der hat ja den ganzen Tag ohne irgendwas gechillt.
Okay, ja, kann passieren. Ist nicht schlimm. Manni hat gesagt, ja, scheiß drauf, wäre gut. Aber versteh auch nicht, muss ich sagen. Also wenigstens, also was jeder machen kann, ist ja seinen Gürtel abgeben und dann meinetwegen Parad rummachen, wenn es unbedingt die Hose rutscht. Ich glaube, bei Martin war das, also wenn ich mich richtig erinnere, war es bei Martin schon relativ schnell das Mindset, er ist jetzt nicht da, um hier die Challenges krass abzureißen und zu gewinnen, sondern für ihn ist die Challenge, die 7 Tage zu schaffen. Stimmt, ja. Das war, glaube ich, das Ding. Trotzdem muss ich sagen, an Martins Stelle, also wenigstens Gürtel wegmachen und den Schlauchschal. Also auf die 2 Gegenstände ist ja nur wirklich drauf geschissen. Ja. Und jetzt, die habe ich schon vorbereitet, damit wir die genau auf Länge abtreten können. Das hier soll mein riesiger Tripod werden. Ja, perfekt. Den hier. Ja, wunderbar. Okay, so ein riesiger Tripod, wofür also, das denn? Die sollen sich alle gegeneinander stützen. Alle nach rechts. Verstehst du auch nicht, was eigentlich muss ich außenrum, innenrum, außenrum, innenrum, außenrum, innenrum. Denk, also. Ich glaube, so wäre das richtige Setup. So. Ja. Was hat er denn jetzt vor? Was macht er mit den drei Beinen? Ich weiß es nicht. Also, aber ist ja cool, dass er das macht so. Guck mal hier. Das wieder von heute Abend, von den Scheißdingern hier. Ah, oh, die sind wieder überall. Da. Essen? Proteinquelle. Ja, ist. Macht er nicht. Macht er! Ey, das hättest du dir aufheben müssen für die Challenge. Schnell wieder ausspucken, vielleicht gar nicht so schlau. Die Dinger übertragen ja, glaube ich, so ziemlich alles. Das ist ja geil. Oh, scheiße. Gefällt mir. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, weil ich Schiss habe und die Dunkelheit vermeiden will. Also ich will nicht, wollte die letzten Tage nie sehen, wie es dunkel wird und habe mich deswegen schon immer ins Tarp gelegt. Aber vielleicht bleibe ich heute mal ein bisschen länger draußen. Mittlerweile habe ich mich ja echt gut dran gewöhnt. Was der für ein Scheißwetter da hat, ey. Ja. Das kann man sich eigentlich windig, nicht entgehen lassen. Windig, nass. 19:12 Uhr. Ja, das Ende von Tag 3. Oh. Ich bin richtig glücklich. Ich will gar nicht daran denken, was noch alles kommt. Weil es echt... echt noch ein langer Weg ist. Aber ich bin schon sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen. Komplett lost. Vergessen, mich abzumelden. Mich einfach ins Bett gelegt, Alter. Komplett fertig. Geil, geil. Ja. Komplett fertig. Es zehrt wirklich, wirklich an den Kräften. Yes. Ich habe mich gerade eben einfach hier reingelegt, bin schon weggenickt, viel rumgesessen. Abends geht meine Nase immer wieder zu. Bisschen Kopfschmerzen, aber im Magen immer noch alles wunderbar. Und ich will einfach nur die Nacht rumbekommen und dann ist alles bestens. An Tag 4 gegen Nachmittag haben wir Wenn er sagt, er hat ein bisschen Kopfschmerzen, ich glaube, der trinkt auch zu wenig. Also man sieht es ja nicht, weil es wahrscheinlich auch einfach langweilig ist, ihn da jedes Mal an sehen. Kann ich mir aber vorstellen. Aber ich glaube, er ist zu faul, da hinzugehen und zu trinken. Oder weißt du auch was? Zu Hause trinkst du ja gleich ein Glas oder so. Wenn er jedes Mal so macht, mit einer Hand vor allem und sich da abstützt, dann denkst du schon, du machst 4-mal so, aber wie viel trinkst du denn da? Das ist nicht viel, was du da reinschaufelst. Und dann fließt da ein bisschen wieder weg. Ich glaube, das ist so, ja, das ist schwierig. Ist natürlich geiler, wenn du ein kleines Gefäß hast oder wirklich aktiv viel. Ja, ich glaube, der trinkt zu wenig, definitiv, ja, hast du recht. Was wir da zur Feier machen, weiß ich noch nicht. Aber dann sind wir zur Hälfte durch. Hammergeil. Ich kann es kaum abwarten. Gute Nacht. Ich habe echt... Das sparen wir uns mal weg. Wir wollen uns nicht spoilern. Apfelsaft fragt noch, doch, hätte gerne gesehen, wie er trinkt. Einfach pur was aus... In der ersten Folge hast du gesehen, dass er das einfach ohne alles mit der Hand aus dem See da trinkt. Ja. Kann auch funktionieren, aber kann auch mal nicht funktionieren. Genau, kann auch schief gehen. Ist
Ja, Davy, richtig geil. Ich feiere es immens. Ja, wir haben Bock auf die nächste Folge. Ja, hau raus. Hau sie raus. Drück die Folgen raus. Wir wollen mehr sehen.